Jacques Tati wird 1946 im französischen Valence im Departement Rhône geboren, verbrachte seine ersten Lebensjahre aber in Deutschland bei seinem Vater, der als Selbstsoldat im kriegszerstörten Kassel stationiert war. Nach seiner Schulzeit studierte er an der École des Beaux-Arts in Lyon und an der École nationale supérieure des arts décoratifs in Paris. Widerwillig absolvierte er Ende der 1960er Jahre seine zweijährige Militärzeit, die nur noch mehr seiner pazifistischen Einstellung bestärkt. 1970 veröffentlicht er seine erste Comicgeschichte in der Zeitschrift Pilot. Großen Raum in seinem Schaffen nimmt der Erste Weltkrieg ein. Immer wieder hat er in seinen Arbeiten die Schrecken des Ersten Weltkriegs thematisiert. Zuerst in Das Ende der Hoffnung, vor allem aber 1993 mit dem anspruchsvollen Werk Grabenkrieg, in dem er die höchst authentischen Kriegserlebnisse seines Großvaters und andere Erlebnisberichte aus den Schützengräben verarbeitet. 2008 erscheint der dokumentarische Comic Elender Krieg, den er zusammen mit Jean-Pierre Vernier erarbeitet und in dem der große Krieg in schockierten Bildern und ohne Pathos aus der Sicht des einfachen Soldaten geschildert wird. Mit diesen beiden Hauptwerken hat er das öffentliche Bild des Ersten Weltkriegs in Frankreich mitgeprägt. Bereits zweimal wurde Jacques Tati mit dem Max-von-Moritz-Preis in Erlangen ausgezeichnet. Zuletzt 2006 für sein herausragendes Lebenswerk. Nun widmet der diesjährige Comic-Salon seine Hauptausstellung, die sich 100 Jahre nach Kriegsausbruch mit dem Ersten Weltkrieg befasst, seinem Werk. Wir freuen uns sehr, Jacques Tati, dass Sie heute persönlich bei uns sind. Herzlich willkommen, Jacques Tati. Ebenfalls freut mich sehr, dass wir mit Jean-Pierre Lanier auch einen Historiker bei uns haben, der zusammen mit Jacques Tati das Werk Elender Krieg gearbeitet hat und ihn im Sachen Erster Weltkrieg vielfach beratend zur Seite stand. Am Ende des Comics Elender Krieg finden sich gut 40 Seiten Text von Jean-Pierre Vernier über den Großen Krieg. Das sehen wir zahlreichen Originalfotos aus der Zeit von 1914 bis 1919 aus seiner eigenen Sammlung. Jean-Pierre Vernier, ebenfalls Jahrgang 1946, ist Historiker und ausgewiesener Experte im Bereich des Ersten Weltkriegs. Er war unter anderem als Sonderberater des französischen Verteidigungsministeriums tätig. Er stellte außerdem eine umfangreiche Sammlung mit Originalobjekten aus der Zeit des Weltkriegs zusammen, die heute den Hauptteil der Sammlung des Musée de la Conquête du Pays de Meaux darstellt. Außerdem kuratierte er zahlreiche Ausstellungen zum Thema Erster Weltkrieg. Wir freuen uns sehr, Sie als Experten des Großen Kriegs ebenfalls begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Jean-Pierre Vernier. Ich darf noch ganz kurz Paul und mich auf dem Podium vorstellen. Paul Derouet ist der Kurator der Ausstellung Landschaft des Todes, Jacques Tati und der Erste Weltkrieg, sowie der komplementären Ausstellung Der Krieg im Blick, Künstler an der Front. Paul Derouet, geboren in Marokko, studierte an der Sciences Po in Bordeaux, war viel auf Reisen, wie er gerne erzählt, unter anderem in Istanbul, wurde Buchhändler in Hannover und übersetzte vom Französischen ins Deutsche die Comics Peru und Culto Maltese. Heute leitet Paul Derouet die Hamburger Agentur Contour, eine der führenden Künstleragenturen, die Comiczeichner und Illustratoren vermittelt. Seit Jahren ist Paul hier am Comic-Salon der Leiter der Comic-Akademie und er hat zusammen mit mir die Ausstellung
Landschaft des Todes und der Krieg im Blick kuratiert. Herzlich willkommen, Herr Goldaroy. Mein Name ist Hans-Dieter Dörfler, ich führe als Moderator durch das Künstlergespräch. Ich bin Historiker und habe Paul bei der Kuratierung der beiden Ausstellungen unterstützt. Paul, fangen wir an. Was hat dich besonders bei den Ausstellungen bewegt, bei der Vorbereitung des Comic-Salons bewegt, dich mit Tati und Güstrowa auseinanderzusetzen? Ja, einschalten. Gut, man hört seit einiger Zeit von dem Ersten Weltkrieg, vielleicht mehr in Frankreich als hier, wo der Theater, wenn man für Ausstellung zuständig ist, in einem Comic-Salon, und wenn man Jacques Tardy kennt, ist es fast automatisch, dass man an ihn denkt und das unbedingt versucht, mit ihm eine Ausstellung zu machen. Das ist uns, denke ich, gelungen. Das war ein bisschen schwierig, weil es gab eine große Ausstellung, die in Angoulême in Frankreich war, im Januar, die großen Festival von Angoulême. Und ein Teil davon sollte dann in Paris ausgestellt werden. Deshalb fanden wir nur praktisch, also als Comic, C'était la guerre des tranchées en Französisch, so Grand Krieg. Da werden die Originale gezeigt und die Illustrationen auch. Und was man in der Ausstellung sieht, für die eben der Krieg, das heißt auf einem späteren Buch, da sieht man diese Vergrößerung, die außerhalb diesem Tunnel sieht. So, und das war eine Sache, also die Ausstellung mit Jacques Tardy war klar. Und da für mich, also war das wichtig, dass man auch Leute zeigt, die in der Zeit was gemacht haben, die diesen Krieg erlebt haben. Und ich hatte das Glück, also ziemlich schnell auf Marie-Hélène Grosso kennenzulernen, die Nichte von Güstrowa ist eine wichtige Figur bei den Franzosen, und auf Emmanuel Bonnet-Julien, der Spezialist ist für Güstrowa und die Zeichner aus dieser Zeit. Das heißt, ziemlich schnell war Material da zusammen aus Frankreich, und es ging darum, eine Form auch aus Deutschland zu finden. Das heißt, politische Leute zusammenbringen. Und das war natürlich schwierig in Deutschland, weil die Namen, die sich damit beschäftigt haben, heißen Kotonix oder Gulbrandsen oder unter anderen Namen. Und das ist natürlich nicht einfach. Das Monate von Kotonix in eine für einen Comic-Salon zu finden. Und zum Glück war Frau Mertens dort von der Galerie am Stadt, die eine große Comic-Sammlung hat. Sie hat ziemlich begeistert reagiert auf das Projekt. Und so haben wir 10 Originale, glaube ich, von Comic und 12 Vernehmungen. Und das ist, also, davon hätte ich nicht mal geträumt. Wie kann man sich denn konkret in der Zusammenarbeit zwischen einem Künstler und einem Historiker bei der Entstehung der beiden Alben, von denen wir gesprochen haben, die in den Ausstellungen zu sehen sind, wie kann man sich konkret die Arbeit vorstellen? Extrêmement difficile. Les problèmes de documentation sont très envahissants pour essayer de ne pas raconter des choses qui sont fausses, qui pourraient être interprétées de façon différente, c'est-à-dire différente de la réalité. Donc pour ça, il faut regarder beaucoup de choses, regarder des photographies, des documents, en se méfiant, en essayant
savoir si ces documents ne sont pas des photos de propagande, par exemple, qu'on va trouver dans certaines revues. Idem pour les films, qui quelquefois sont des reconstitutions. Il y a très peu d'images de batailles réellement filmées, pour des raisons évidentes. C'était quasiment impossible. Donc, pour déterminer, pour savoir si j'ai le bon document entre les mains, j'interroge Jean-Pierre Vernet. Alors, par téléphone, ou on se voit, on discute, j'ai besoin d'une documentation beaucoup plus poussée, et il m'amène, il va carrément m'amener une valise entière de photos concernant le sujet que j'ai à traiter. Donc voilà comment ça se passe. Also die Recherchen zu dem Comic haben sich als sehr aufwendig herausgestellt. Einerseits hat er sich auf Fotografien bezogen, auf Dokumentationen, aus Revuen, aus Revues, auf Filme. Es war sehr schwierig, darauf zu achten, dass es sich um authentisches Material und nicht um Propagandamaterial handelt. Und sehr wichtig war dabei eben die Mitarbeit mit Herrn Vernet, der ihn dabei sehr, sehr unterstützt hat, ihm eben zu zeigen, wobei es sich um authentisches Material handelt und wobei um Propaganda. Bien souvent, il est nécessaire d'aller plus loin, c'est-à-dire beaucoup plus loin que l'image, que la documentation qui passe par une photo. Donc, tout ça doit être évidemment nourri par des lectures, alors ça peut aller du journal de l'époque, d'une revue de l'époque, ou des ouvrages d'historiens, évidemment, qui sont aussi quelquefois pas très nets sur le sujet. Tout dépend de la façon dont ils ont décidé d'orienter leurs études et la façon d'aborder tel ou tel problème. Donc nous en discutons énormément tous les deux pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour la documentation, ça va très très loin. Quand je pose une question à Jean-Pierre, il m'amène carrément le manuel d'entretien du canon de 75, etc. Et aussi, une chose qui est très importante, ce sont les objets. Il m'amène dans le coffre de sa voiture la mitrailleuse, Hotchkiss ou je ne sais quoi, et c'est très plaisant parce que je la pose sur ma table, je peux tourner autour, et c'est toujours mieux que la documentation photographique. Mais ça, c'est presque une chose superficielle par rapport à ce que je veux raconter, c'est-à-dire la souffrance des hommes. Also wie gesagt, hat sich die Recherche sehr vielfältig gestaltet. Es wurden Materialien aller Art ausgewertet, von Fotos über Büchern bis hin auch zu Filmen. Und nicht immer waren alle Revues gleich verfügbar. Und bei dieser Recherche war Jean-Pierre Vernet also eine sehr große Hilfe, der immer gerne dazu bereit war, seine Objekte herzuzeigen, und bei der Dokumentation zu helfen. Und Ziel dieser Dokumentation war es vor allem, das unermessliche Leiden der Menschen im Krieg darzustellen. Je pense que Jacques est un peu pudique. En réalité, quand il fait l'appel à moi, il a déjà dans sa tête l'histoire qu'il veut dire. Donc, déjà, il faut que je sache, je suis pas là pour l'embêter. Donc il faudra qu'il me dise « Oh, elle est en train de casser mon histoire, ça ne va pas. » Donc il faut que je sois à l'écoute de ce qu'il veut dire sur la misère du quotidien. Parce que avant tout, Jacques s'intéresse à l'homme, s'intéresse au soldat, quel qu'il soit, sa vie, son quotidien, sa misère, la mort, l'éclatement, tout. Donc à moi de lui apporter de la substance, du sel, un peu de farine, et lui fera le pain. Donc la chance que j'ai, c'est qu'effectivement j'avais à la disposition environ 25 000 objets et 50 000 documents. Donc à partir de là, je pouvais apporter chez Jacques des choses même auxquelles il ne pensait pas, effectivement.
ça lui permet de construire son histoire, de la crédibiliser et d'aller loin. Et effectivement, quand vous regardez bien, on revient dans une misère énorme. C'est qu'il y a 100 ans, on l'oublie un peu vite, mais ce que ces hommes ont subi, dans un camp comme dans l'autre, puisque moi, mon grand-père, un de mes grands-pères était dans l'armée française, l'autre était dans l'armée allemande, je me sens donc un pied dans chaque camp. Mon autre grand-père est russe, ma grand-mère est allemande. Je crois que Jacques, comme moi, on a un lien, lui par la mort de son grand-père, il voulait qu'on l'appareil à ça, on a un lien précis avec cette putain de guerre. Für Herrn Vernet war es eben so, dass Tardy schon die Geschichte ungefähr im Kopf hatte, als er auf ihn zukam. Er musste also sehr, sehr gut ihm zuhören und ihm dann das notwendige ihn mit dem notwendigen Material unterstützen, um ja, die Geschichten von Soldaten, von Leid und Tod nochmal zu untermauern und die Substanz quasi zu liefern. Sie hatten 25.000 Dokumente als Quellen, die eben die Glaubhaftigkeit und die Authentizität der Geschichte liefern sollten. Ich habe jetzt nicht die gesamte Familienkonstellation nochmal im Blick, aber auch Herr Vernet hatte sowohl einen Großvater, der auf französischer Seite im Krieg war, und einen Großvater auf der Deutschen. Und die Großmutter selbst war eben Deutsche. Et pour en revenir et pour en terminer avec le problème de la documentation, qui est extrêmement importante, qui va des objets, des uniformes, des armes, de décors, etc., c'est qu'elle donne des renseignements et elle explique beaucoup de choses, et notamment la misère des hommes. Les objets racontent des histoires. Mais c'est pas obligatoirement un objet, c'est pas obligatoirement une arme ou un élément d'uniforme. Ça peut être un objet du quotidien, un objet fabriqué par le soldat pour son quotidien, et qui, à partir de ce moment-là, fait vivre ce personnage. Je l'imagine à partir de cette toute petite chose. Il n'est pas forcément un objet magnifique, ou ça peut être évidemment une pièce de son équipement, qu'il a transformé, qu'il a bricolé. Et à partir de ce moment-là, je l'imagine, je le vois dans son quotidien, du matin au soir. Comment commençait-on une journée? Comment pouvait-on commencer une journée dans la tranchée? Ce sont des questions que je me pose. Je crois que beaucoup de gens se sont posés ces questions sans trouver de réponse. C'est un petit peu ce que je cherche, c'est des réponses, en sachant très bien que je ne les trouverai jamais. Und im Rahmen dieser Dokumentation muss man sich im Klaren darüber sein, dass es Objekte sind, die diese Geschichten erzählen, denn die Leute heute, die Leute von damals können die Geschichten heute nicht mehr selber erzählen. Bei diesen Objekten kann es sich um offensichtlichere Objekte handeln, wie zum Beispiel um Waffen, aber oft auch um ganz alltägliche Sachen, Sachen, die der Soldat vielleicht selber im Schützengraben fabriziert hat. Sachen, die Teil seiner Ausrüstung waren, die er selber gebastelt hat und mit denen man heute versuchen kann, sein Leben zu rekonstruieren oder sich vorzustellen, bis ins kleinste Detail, sich vorzustellen, was hat er gemacht von morgens bis abends, wie sah dieses Leben im Schützengraben aus. Also es geht Jacques Tardy vor allem darum, auch Antworten zu finden, Antworten auf diese Frage, wie das Leben im Schützengraben war. Je vais peut-être préciser par contre un détail, parce que je sens que ça brûle les lèvres de Jacques. Par exemple, voilà, il me dit, bon, ils sont dans la tranchée, là. Il a fait ses besoins, comment il s'essuie? Voilà. La réponse, il faut que je la trouve. Bon, elle est sur mon bureau. Je ne le savais pas, en réalité, depuis un certain temps, j'avais un objet, c'était une sorte de coupe-papier en bois. Puis un jour, il y a un vieux combattant qui est venu chez moi, puis il dit, oh, t'as un gras de cul. Pour les traductions. Donc en réalité, il faut imaginer qu'on vit dans un autre siècle, c'était il y a 100 ans.
les hommes, les paysans avaient l'habitude de s'essuyer avec des feuilles. Les toilettes s'appellent des feuillets. Et effectivement, avec l'apparition des gaz de l'hypérite, s'essuyer avec des feuilles, c'est se contaminer, et mourir 15 jours, enfin être contaminé par les gaz, tousser, et puis mourir 5 ans, 6 ans après, gazé, simplement parce qu'on a fait ses besoins. Voilà. Donc j'amène à Jacques l'objet, il est. Et là, hop, lui, il part sur une image. Il a de quoi alimenter un retour en arrière sur ce lourd siècle. Also es ging jetzt um die Verrichtung der Toilette in den Gräben, die natürlich auch, ja, die Toilette musste einfach auch dort stattfinden, wo das komplette Leben stattfand. Toilettenpapier gab es natürlich nicht, deshalb hat man Blätter benutzt, die aber zum Teil durch ein bestimmtes Gas verschmutzt waren. Und es gab auch einen Fachausdruck, Gratkü. Man könnte es vielleicht wörtlich mit Arschkratzer übersetzen, ja, die dort verwendet wurden. Darf ich vielleicht mal von der direkten Entstehungsweise des Comics wegkommen und eine Frage an Chartati stellen? Hat ein Comic-Künstler wie Sie heute einen größeren Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs in Frankreich als ein Historiker oder als die Historiker in Frankreich? Je ne peux pas répondre à cette question. J'ai lu beaucoup d'historiens sur le sujet. Il y a des écoles d'historiens. Il y a des écoles d'historiens. Donc il faut naviguer au milieu de tout ça. Je ne sais pas si on peut apporter une réponse. Moi, je préfère voir ça du côté personnel du traumatisme, que ça a été traumatisme familial dans un premier temps, puis évidemment traumatisme européen, n'est-ce pas, qui nous concerne tous. Comment est-ce que tout ça a été possible? Comment on a parlé du quotidien? Comment pouvait-on vivre une journée de plus dans une telle ambiance? Comment les hommes ont tenu? C'est une grande question qu'on s'est posée. Je n'ai pas de réponse. On a parlé de patriotisme, on a parlé aussi de possibilités dues à des convictions religieuses qui auraient fait que ces gens seraient restés comme ça pour leur famille, ou avec l'idée qu'il fallait gagner cette guerre parce que l'avenir serait meilleur. Des historiens ont inventé, à mon sens, un concept tout à fait scandaleux qui est celui du sacrifice commun librement consenti. J'avoue que je n'y crois pas beaucoup. Ça, c'est une école qui est celle de Péronne. Vous connaissez peut-être. Bon, voilà, mais ils se réunissent, ils causent. Bon, je ne sais pas vraiment qu'en penser. Honnêtement, je ne sais pas qu'en penser. Et j'en tiens pas compte. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au ras du sol, les deux pieds dans la boue, avec ces types, et d'essayer d'imaginer comment ils allaient vivre une heure de plus dans cette ambiance-là. C'est tout. Alors, il est évident qu'il n'y avait pas des combats sur toute la ligne qui allait de la mer du Nord à la frontière suisse. Il y avait des secteurs qui étaient calmes. Et malgré tout, la question reste posée. Auf diese Frage fällt Jacques Tardy die Antwort recht schwer. Er hat viele historische Bücher zu diesem Thema gelesen. Es gibt da eine ganze Reihe an Historikerschulen, durch die man sich durchnavigieren kann. Was ihn aber viel mehr interessiert als diese theoretische Herangehensweise, ist vielmehr die persönliche Seite des Krieges. Also das persönliche Trauma, das bei jedem Soldaten ausgelöst worden ist. Das ist sowohl ein Trauma, das sich innerhalb der Familie abspielt, aber es ist auch ein Trauma, das ganz Europa betrifft, immer noch betrifft, heute auch. Und die Frage, die sich stellt in diesem Zusammenhang, ist, wie ist dieser Krieg möglich
geworden. Wie haben es die Soldaten oder die Menschen ausgehalten, noch einen Tag länger in diesem Krieg zu leben? Wie haben sie da durchgehalten? Wie haben sie das geschafft? Und auf diese Frage gibt es keine Antwort. Es gibt Antworten, aber die erscheinen alle sehr, sehr halbseitig. Wie war es denn der Patriotismus? Oder waren es religiöse Überzeugungen, die die Menschen durch diesen Krieg durchgepusht haben? War es vielleicht die Idee des Gewinnens oder die Idee einer besseren Zukunft? Aber das scheint für Jacques Tanguy alles eher ein skandalöses Konzept zu sein, also dieses Konzept des kollektiven Opfers, das besonders in einer Historikerschule immer wieder nach vorne gebracht wird, in der Schule von Peron, die Sie eventuell auch kennen. Er weiß nicht besonders, was er über diese Frage denken soll, aber sie interessiert ihn auch gar nicht richtig, denn was ihn interessiert, sind die Soldaten und das Leben der Soldaten, wie sie mit beiden Beinen am Boden im Leben doch gestanden sind und wie sie es durchgehalten haben, weiter zu leben, auch wenn natürlich innerhalb eines Schützenkrams nicht überall jeden Tag immer Kämpfe waren, aber es ist trotzdem eine Frage, auf die wir keine Antwort kennen. Donc Jacques a parlé du consentement, il y a une autre école qui parle de la contrainte. En réalité, je crois qu'il faut penser que les deux existent en permanence. L'homme est contraint et l'homme est consentant. L'homme est compromis aussi, bien sûr, dans un énorme conflit. Mais effectivement, ce qui est important, c'est de se poser certaines questions. Comment ont-ils tenu? Pour qui ont-ils tenu? Pourquoi ont-ils tenu? Comment des chefs ont-ils pu emmener aussi loin leur peuple? Ça, ce sont les vraies questions que Jacques se pose, que nous nous posons. Il y a peu de livres qui répondent encore à ça. On cherche encore des réponses, mais comme il y a 100 ans d'écart, on a beaucoup de mal à se remettre dans la peau de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Et donc c'est une grande interrogation et elle va durer encore longtemps, je pense. Also daneben gibt es jetzt natürlich auch noch die Theorie, dass es einfach ein Zwang war, teilzunehmen oder das Ganze durchzuziehen. Die Frage, die sich Tardy immer stellt in seinen Werken, ist, wie haben die Soldaten das ausgehalten, wie haben die Frauen, die Kinder das im Alltag ausgehalten, und auf diese Fragen gibt es eigentlich in keinen historischen Büchern Auskunft. Es gibt eigentlich keine Möglichkeit, sich in die Haut dieser Personen zu versetzen, und so müssen wir einfach damit umgehen können. Inutile de dire que quelquefois nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord, donc un débat a lieu entre nous et c'est absolument nécessaire. Chacun défend son point de vue. Je ne dis pas qu'on arrive à quoi que ce soit de positif, mais au moins on a eu un échange qui permet de fortifier sa position. Et, quelquefois d'y voir un petit peu plus clair, ou quelquefois d'abandonner le sujet traité parce qu'effectivement on n'arrive pas à débrouiller et à trouver exactement ce qui pouvait y avoir dans les têtes des gens. Ma principale interrogation, c'est ça, c'est comment ces types ont tenu, et c'est une obsession, on n'a pas de réponse. Que dire d'autre sur ce sujet-là? La documentation apparaît à partir de ce moment-là comme presque quelque chose de secondaire, qui est au niveau du décor, des objets guerriers. Mais encore une fois, l'être humain nous laisse totalement démunis face à ces questions. J'étais un peu confus. Und für Jacques Tardy macht es auch keinen Sinn, nicht einverstanden zu sein mit diesen Fragen oder Antworten. Es ist auch notwendig, dass hier jeder seinen persönlichen Standpunkt vertritt, denn so wird wenigstens ein Austausch ermöglicht.
Man kann im Austausch seine eigenen Positionen verstärken oder auch schwächen, aber vielleicht erlaubt uns dieser Austausch auch ein wenig klarer zu sehen. Manchmal zwingt einen dieser Austausch aber auch dazu, völlig vom Thema abweichen zu müssen. Und die zentrale Frage bleibt immer noch, wie haben die Menschen damals durchgehalten, wie haben sie das geschafft? Und diese Frage ist für Jacques-Marie quasi eine Art Besessenheit schon geworden. Also die Dokumentation ist eigentlich zweitrangig. Die Gegenstände, die man sieht, sind bloßer Dekor. Aber die Frage ist, wie war es mit dem Menschen während des Krieges? Und diese Frage lässt uns ohne Antwort zurück. Une chose est certaine, enfin, quand la guerre a commencé le 28 juin 1914, hein, 100 ans donc bientôt, et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de la Palestine, on parle de l'Arménie, on parle de l'Ukraine, on parle de l'Irak, on parle de l'Iran, on parle de Sarajevo. Tout ça date de 1918 et 1919. La guerre 14-18 n'est pas tout à fait éteinte. La guerre 14-18 n'est pas tout à fait morte. Il y avait des cendres, elles étaient rougeoyantes, et depuis 10 ans, ces cendres rougeoyantes sont réactivées. Là, il y a notre interrogation. Donc, la misère de ces pauvres types il y a 100 ans, pour revenir aujourd'hui avec des étincelles, là encore, c'est une autre interrogation qui nous interpelle. Also nun ist es ja bald so weit, dass der Krieg von 1914 eben 100 Jahre alt geworden ist und auch heute spielt dieser Krieg immer noch eine Rolle in der Ukraine, im Irak, in Iran, in Palästina und in Sarajevo unter anderem. Und alle diese Kriege haben auch immer noch was mit dem Ersten Weltkrieg von 1914 zu tun. Der Krieg dauert also immer noch an, er ist nicht vorbei und wird uns immer wieder in einzelnen Funken quasi vor die Augen geführt. Donc, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, il est nécessaire de comprendre, d'essayer de comprendre cette guerre, de voir qu'effectivement les découpages au Moyen-Orient, certaines frontières qui ont été tracées à la règle sur des cartes d'état-major posent problème aujourd'hui. Also um unsere heutige Welt zu verstehen, ist es auch notwendig, diesen Krieg zu verstehen, gerade wenn man in den Mittleren Orient zum Beispiel schaut, denn da bestehen die Grenzen fort oder bereiten eben heute Probleme, die damals mit dem Lineal auf den Karten gezogen wurden. Tout à l'heure j'ai évoqué le problème de la documentation, l'image, documentation iconographique, etc. Il y a aussi le problème du témoignage, c'est-à-dire que quand nous avons commencé à travailler sur ce sujet il y a 35 ans maintenant, alors je vais ouvrir une parenthèse, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de livres, aujourd'hui il y a beaucoup de livres, de photographies, de journaux de guerre écrits par des soldats qui remontent à la surface. À l'époque, il n'y avait pas grand-chose, quelques bouquins, et puis surtout, le problème, en dehors des revues d'époque, les romans classiques, etc., qu'on a tous lus. Mais est-ce que ces romans étaient vraiment des témoignages, bien qu'ils aient été écrits par des gens qui étaient sur le terrain, qui avaient vécu tout ça? On s'est posé la question, parce que ces romans ont été écrits, évidemment, la plupart du temps, après la guerre. On sait comment l'écrivain peut mélanger plusieurs histoires, se les attribuer, etc. Et très rapidement, on tombe dans un espèce de flou. Est-ce que c'est toujours du témoignage? Bon, la question est posée. Par contre, les journaux qui ont été tenus quelquefois au jour le jour par des soldats dans les tranchées sont beaucoup plus intéressants. Je me fiche complètement
des éventuelles qualités littéraires, c'est pas du tout le problème. Je pense que ces journaux sont plus intéressants. On s'est énormément posé la question. Im Zusammenhang mit der Frage hinsichtlich der Schwierigkeiten bei der Dokumentation kann man auch hier das Problem des Zeugenberichtes aufwerfen, die Frage des Zeugenberichtes. Also als Jacques Tarrouille vor 35 Jahren angefangen hat, zu diesem Thema Recherchen zu betreiben, da gab es im Vergleich zu heute noch sehr viel weniger Bücher, die sich mit den Geschehnissen des Ersten Weltkriegs auseinandergesetzt haben. Es gab wenige Berichte von Soldaten, vor allem im Vergleich zu heute. Und abseits der Revues hat er sich dann hauptsächlich auf die klassischen Romane versucht, sich zu konzentrieren. Aber da stellt sich sofort die Frage, sind diese klassischen Romane ernstzunehmende Zeitzeugenberichte? Denn natürlich wurden sie von Leuten verfasst, die selber am Krieg teilnehmen mussten, aber sie wurden nach dem Krieg geschrieben und in der schriftstellerischen Freiheit wurden auch oft Geschichten vermischt. Also für Jacques Tarrouille persönlich sind Zeitschriften, die in den Schützengräben verfasst worden sind, interessanter als diese klassischen Romane. Depuis plusieurs minutes, on parle finalement de la perception de la guerre, hein, soit par toi quand tu travailles sur des documents que tu as obtenus, soit la perception de la guerre des gens qui ont créé ces documents, que ce soit des carnets de bord, que ce soit un roman qu'ils ont écrit après, etc. Et on parlait aussi, c'est aussi un problème de perception, c'est les écoles d'historiens. D'ailleurs, je trouve ça intéressant aussi parce qu'on a un historien français et un historien allemand. Ça pourrait être intéressant, parce que c'est tout un autre débat, ça va quand même voir ça. Mais je pense qu'il y a aussi le... il n'y avait pas que la France et l'Allemagne dans ce conflit. En fait, c'était quand même... disons que c'était le plus conservé au départ. Oui, je sais qu'il y avait 32 nations, mais il y a quand même une confrontation, toujours la vieille confrontation franco-allemande qui a subi son cours. La perception qu'on peut avoir les gens de cette guerre, moi j'habite en Allemagne et je sais qu'en France, quand on parle des poilus de la Première Guerre mondiale, les gens pensent au moins être au courant. Quand on en parle ici, il y a eu très peu de choses à l'école, ils ont été occupés par d'autres problèmes historiques et politiques. Et donc, en plus, la guerre ne s'est pas passée sur le territoire allemand. Donc je pense qu'il y a vraiment... différence de perception sur d'un pays à l'autre. Also es ging jetzt um die Perzeption des Krieges. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wie es aus Sicht der Soldaten war, aus Sicht verschiedener Historikerschulen. Man muss aber aus der Sicht von Herrn de Rouet besonders darauf achten, dass der Krieg nicht nur in Deutschland und in Frankreich sich abgespielt hat, sondern insgesamt dass 32 Nationen daran teilgenommen haben. Er selbst lebt ja jetzt in Deutschland und hat eben festgestellt, dass hier sich relativ wenig mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt wurde. Das kann einerseits daran liegen, dass der Hauptschauplatz des Ersten Weltkriegs eben nicht in Deutschland war. Und das ist durchaus eine Frage, mit der man sich ein bisschen intensiver beschäftigen sollte. Also die Frage nach der Perzeption des Krieges in den unterschiedlichen Ländern, bei den unterschiedlichen Teilnehmern, bei den unterschiedlichen Nationen, die an dem Krieg teilgenommen haben. Vous savez, la France a eu à peu près 1 500 000 morts à la guerre 14-18, mais savez-vous combien l'Allemagne a eu de morts? 2 200 000. La France en 1914, c'est 39 millions d'habitants. L'Allemagne en 1914, c'est 67 millions d'habitants. 1,5 million pour la France, 2,2 millions pour l'Allemagne. La population, 39 millions d'habitants pour la France, 67 millions pour l'Allemagne. Ça, c'est il faut bien déjà intégrer ça. Maintenant, effectivement, la vision allemande n'est pas la même. Vous envahissez, nous sommes envahis, donc la réaction est différente. Et puis, pendant toute la guerre, il faut savoir que l'armée française
500 000 soldats vont avoir leur famille de l'autre côté, dans les lignes allemandes. Donc c'est un autre sentiment à prendre en compte. Alors là, j'ai donné trois exemples. On pourrait les multiplier, les multiplier, les multiplier. Les différences sont énormes, d'abord dans la mentalité des deux peuples, et puis ensuite dans les causes. Also es ging jetzt um die Toten und Verletzten auf beiden Seiten. In Frankreich 1,5 Millionen und in Deutschland 2,2 Millionen, wenn man das im Verhältnis zu den Einwohnern sieht. In Frankreich 39 Millionen und in Deutschland 67 Millionen. Es ist durchaus eine Sache, die beachtet werden muss. Und man muss auch bedenken, dass es für die französischen Soldaten nicht dasselbe war unbedingt wie für die deutschen Soldaten, in den Krieg zu ziehen, denn der Krieg hat sich hauptsächlich auf französischem Boden bewegt. Das heißt, dass die deutschen Soldaten ihre Familien daheim lassen mussten. So, ich möchte eine abschließende Frage an Tali stellen. In der Zeitschrift Bosa wurde gefragt, wann, Tati, steigen Sie endlich aus dem Schützengraben heraus? Wann steigen Sie aus dem Schützengraben heraus und beschäftigen Sie sich mit einer anderen Thematik? Sie haben sich so lange mit dem Thema Erster Weltkrieg beschäftigt. Sehnen Sie sich manchmal danach, etwas anderes zu zeigen, vielleicht etwas Lustiges? Ça fait 35 ans que je suis dans la tranchée avec Vernet. Au début, les interviews commençaient par mais Tardy, toujours dans la tranchée, mais c'est la guerre de 14, mais c'est une obsession comme une sorte de maladie mentale d'une certaine façon. On nous a déconseillé de continuer en nous disant que ça n'intéressait personne, que c'était des préoccupations de vieux cons. Nous avons bien sûr continué sans tenir compte de ces observations. On nous a dit faites attention parce que la guerre des tranchées c'est sale et ça rend idiot. Aujourd'hui il y a des commémorations. J'avoue être totalement indifférent. J'attends seulement les premiers discours officiels. Je les attends parce que je pense que je vais pouvoir me nourrir d'un certain nombre de bêtises qui vont être dites par nos chefs d'État respectifs, etc. J'attends ça. Tout à l'heure, on a évoqué les problèmes, les Français, les Allemands, de l'autre côté, etc., etc. On nous a reproché aussi d'être très franco-français, c'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup plus des Français que des Anglais, les Allemands, je ne peux pas m'en passer, mais on ne parle pas beaucoup des Italiens, parce que déjà, il est extrêmement difficile d'essayer de pénétrer l'état d'esprit, la mentalité d'un type qui avait entre 18 et 25 ans. Oui, mais parce qu'il manquait de personnel en cours de route, c'est extrêmement difficile d'essayer d'imaginer cet état d'esprit, ce qu'avait dans la tête en 1914 un jeune homme de 20 ans. Bon, alors vous imaginez bien faire le même travail d'imagination pour un jeune anglais, un jeune allemand, un jeune italien, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a limité notre regard, pour des raisons évidentes, sur les tranchées françaises, mais bien entendu, en tenant compte de tous les belligérants et de ce qui se passait en face et de l'évolution du conflit.
fonction des événements, des nouveautés au niveau de l'armement, etc. Enfin, on est obligé de tenir compte de tout ça. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, oui, je ne suis pas sorti de la tranchée. Il y a encore énormément de choses à dire. Je pense que j'y reviendrai. Putain de guerre n'est certainement pas le dernier album sur ce sujet-là. Also es sind jetzt schon 35 Jahre, in denen Jacques Tardy sich zusammen mit Monsieur Vernet in den Schützengräben sozusagen befindet. Und anfangs wurde Tardy in seinen Interviews immer gefragt, warum er denn mit einer solchen Besessenheit absolut von diesem Thema nicht ablassen möchte. Und er beschreibt es selber schon fast als eine Art mentale Krankheit. Andere haben ihm davon abgeraten und ihm geraten, sich vielleicht mal ein neues Thema zu suchen, denn das Thema der Schützengräben, ja, wen interessiert denn das überhaupt? Ist es nicht eher die Leidenschaft eines alten Idioten? Denn die Grabenkriege sind eine dreckige Angelegenheit. Und in Bezug auf heute hat er gemeint, dass er mit viel Ungeduld die ersten offiziellen Reden zu diesem Thema erwartet und interessiert den Blödsinn verfolgen wird, den unsere Staatschefs heute zu diesem Thema von sich geben werden. Oft wurde ihm auch vorgeworfen mit dieser ganzen deutsch-französischen Perspektive, diesem europäischen Vergleich, dass er doch eine sehr französische Sicht der Dinge hätte. Die Italiener zum Beispiel werden häufig außen vor gelassen. Und das erklärt er damit, dass es sehr schwierig ist, in eine andere Mentalität vorzudringen. Also wie kann man sich denn einen 18- bis 25-jährigen Soldaten vorstellen, 1914? Also was ging im Kopfe eines jungen Mannes zu dieser Zeit vor? Das ist schwierig, das heute noch zu erahnen. Und deswegen hat er sich aus naheliegenden Gründen auf Frankreich beschränkt. Alles andere wäre noch ausufernder und noch komplizierter gewesen. Aber nichtsdestoweniger interessiert er sich oder auch für die Entwicklungen, die außerhalb Frankreichs stattgefunden haben, zum Beispiel eine neue Bewaffnung der Italiener. Aber aus den Schützengräben wird Jacques Tardy nichtsdestoweniger nicht zu bald aussteigen, denn es gibt noch viele Sachen, die man dazu erforschen kann. Können wir also bald ein neues Comic zum Ersten Weltkrieg von Ihnen erwarten? Vielleicht beim italienischen Thema. Pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, difficile de pénétrer la réalité italienne, les conditions sociologiques d'un jeune italien de telle région, par exemple, en 1914. Impossible, impossible. C'est plus facile quand même de rester dans ce qu'on connaît. C'est comme ça qu'on a le moins de chances de raconter des bêtises. Also wie er bereits die Gründe schon erklärt hat, ist es sehr schwierig, die italienische Realität zu erfassen, dort die soziologischen, die regionalen Hintergründe genau zu ergründen. Und deshalb ist es immer leichter, einfach im eigenen Gebiet zu bleiben, weil dann auch die Gefahr, irgendwelche Dummheiten zu machen, viel geringer ist. Damit möchte ich das Künstlergespräch beenden. Dann würde Ihnen noch einige Minuten zur Verfügung stehen. Ich danke den Herren auf dem Podium und vor allem den Damen bei den schwierigen Übersetzungen ganz herzlich für die Teilnahme und Ihnen, das Publikum. Vielen Dank, dass Sie so aufmerksam bei diesem nicht ganz einfachen Thema zu hören haben. Vielen Dank.